Pfisslerer aus Ludwigsburg ist aber die neue Krückenstütze eines bayerischen Ehepaares. Das Messe-Highlight. Nachdem seine Frau sich den Fuß gebrochen hatte und wochenlang mit ihren Krücken kämpfte, kam Erwin Hagen die Idee für eine dreibeinige Stütze. Seine Frau läuft schon lange wieder ohne Krücke, aber Marion Pfisslerer ist täglich auf ihre Gehhilfe angewiesen. Man sucht immer eine Wand oder was, oder ich stelle sie mir dann vor den Bauch und muss immer gucken, wo sie jetzt gerade hinfallen, und das ist einfach immer ungünstig. Also die Idee ist sehr praktikabel, sehr schön, ja. Die Stütze kann an jedem Stock befestigt werden. Durch Druck auf den Hebel fahren die zwei Beine aus und sie steht stabil.